Moin Moin und herzlich willkommen zur TWL eSport Schau mit dem Shogun 2 Turnier des Total War Forums. Nachdem die Liga ja nicht so gut ankam, haben wir jetzt ein klassisches Turnier mit einem gleich direkt K.O.-System. Und wir haben hier die Partie zwischen Imperator Bob und dem guten Mr. Käse. Und bei mir zu Gast ist heute Drache. Hallo. Ja, Map ist hier, wie hieß sie nochmal? Gute Frage. Irgendwas mit Aue, Flussaue, aber ich sehe ja keinen Fluss, deshalb irgendwie wahrscheinlich nicht. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angesehen. Aber wir haben auf jeden Fall Winter. Das ist schon mal schön, ja. Käse hat hier die... Nee, hat es Bobo oder Käse-Map vorher gehabt? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls spielen ja beide in der K.O.-Phase gegeneinander. Wir sehen hier Mr. Käse als die wunderbaren Odas, die ich ja sehr gerne mag. Ach Gott, ich habe schon so lange kein Shogun mehr gezockt. Was haben wir hier? Wir haben hier zweimal Lutenschloss Ashigaru von Käse. Ja, auf jeden Fall. Natürlich sehr viele Yari Ashigaru, die Spezialität der Oda. Mhm. Billige und gute Einheiten. Dreimal Katana Samurai. Hier einen haben wir einen General. Und es ist sogar Mr. Famous Oda Nobunaga. Sehr schön. Einen besonderen General hier. Und auf der rechten Flanke haben wir zweimal noch Yari Kavallerie. Und ja, was spielt eigentlich Bob? Das wissen wir gar nicht. Ja, ein bisschen wenig Kavallerie hat der gute Käse. Ich weiß nicht, vielleicht hat er welche noch im Wald versteckt und wir können sie nicht sehen. Das könnte sein, ja. Ja, auf jeden Fall kommen wir kurz einen großen Fokus halt auf Ashigaru-Einheiten. Ja, das aber ist halt auch bei den Oda normal, ist ja denen ihre Spezialeinheit. Keine Einheit. Ja, stimmt, das ist nicht, glaube ich, die größte Einheit, Größe 100. Stimmt, das ist, glaube ich, Mittel oder so. Jetzt können wir uns aber Bob sanieren sehen. Bob hier, der mit den Takedern unterwegs ist. Viel Spaß beim Seppuku. Sehr viele Naginata Kriegermönche sehe ich hier hinten schon. Die sind auch ziemlich stark abgegradet. Was haben wir hier noch? Auch nochmal Lundenschloss. Sehr defensiv, er hat hier auch schon diese Spezialfähigkeit der Lunden Ashigaru benutzt, dass sie hier sich selber so schöne Shisharten hinbauen können. Und Bob will sich ergeben, als er Oda Nobunaga erblickt hat. Gehen wir mal ganz kurz auf die Karte rein. Ja, eigentlich ziemlich flach her. Recht viel Wald dazwischen. Das heißt, man kann Einheiten sehr schön versteckt bewegen. In der Mitte haben wir hier, was haben wir denn hier? Ein Schwert-Dojo. Erhöht natürlich, ist natürlich sehr schön für die Katana-Samurai von Käse. Auf der rechten Seite haben wir hier eine Werkstatt für die Rüstung und links dann noch ein Tempel für die Moral. Ja. Was sehen wir hier? Käse muss jetzt hier natürlich vorstimmen, weil der gute Bob bewegt sich hier nicht. Die typische badensische Taktik der Defensive. Um sich gegen den Einfall aus dem Schwarmländle zu schützen. Dann haben wir hier, Bob hat einen normalen General übrigens. Bin mal gespannt, wo er seine Kavallerie versteckt hat. Vielleicht hier. Drache noch da? Das war irgendwie komisches Skype-Geräusch gerade. Wunderbar, Drache ist weg. Das heißt, ich bin jetzt alleine und muss mir sein dämliches Gekicher nicht mehr anhören. Ja. Ja, was war? Verdammt, du bist ja immer noch da. Ich bin nicht los. So, wir sehen hier, Käse teilt hier seine Truppen auf, nimmt hier mit einzelnen Yari-Einheiten die Gebäude ein, um sich hier die Boni zu sichern, die er sicherlich auch brauchen wird, denn Bob hat hier doch sehr stark Elite-Infanterie-Einheiten. Und auch beim Ansturm gegen die beiden Lundenschloss-Einheiten wird er doch einiges verlieren. Hast du etwas hinzuzufügen, Drache? Nein. Wunderbar, wunderbar. Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, hat sich ja viel getan jetzt. Im Multiplayer von Shogun scheint einigermaßen stabil zu laufen. Es sieht jetzt ein bisschen hübscher aus. Es gibt nämlich jetzt DirectX. Huhu. Und Performance hat sich auch verbessert. Ich habe kaum Lags, da freue ich mich drüber. Obwohl ich hier aufnehme auf fast höchsten Einstellungen. Naja, dafür ist unser Skype-Gespräch abgekackt. Ja, du bist ja da. Also. Ja, wieder. Aber das liegt am Skype. Und hier sehen wir jetzt die Kavallerie von Bob. Das ist zweimal große Garde hier auf der rechten Flanke. Mehr anscheinend erstmal noch nicht. Große Garde natürlich, sehr schöne Elite-Kavallerie-Einheiten, die bis zum Tode kämpfen. Da wollen wir mal schauen, was die jetzt hier reißen kann. Weiß nicht, ob es so schlau war, die jetzt zu entblößen von Bob. Aber er möchte dann vielleicht doch... Vor allem ist sie hier halt ziemlich alleine eigentlich gegen die komplette Flanke. Und hier stehen halt noch die Bogenschützen. Auch wenn es nur Ashigaru sind. Aber er möchte halt Käse nicht die komplette Map-Control geben, durch die ganzen Gebäude, die er sich jetzt hier so langsam sichert. Ich bin mal gespannt, was er mit der... Es sieht aber eher nach Suicide Charge aus. Ich hoffe mal nicht. Große Garde wird hier beschossen von den Bogenschützen. Steckt sie aber noch locker weg. Jetzt hier, jetzt fallen hier die ersten. Ist auch schon ermutigt.
Wie rennt der jetzt so mitten rum? Scheint hier den, Wie geht's scheint von jetzt hier der Lu? Oda Nobunaga. Oh, da sind die Luftschutzmusketen von Käse. Das macht doch schon eigentlich Schaden. Möchte hier Warte. Oda Nobunaga haben. Den möchte er unbedingt haben. Das wäre natürlich wichtig bei der schlechten Armee von Käse. Das, die verliert sehr schnell ihre Moral. Und dann hat er Da könnte er ihn. tatsächlich gleich seinen General verlieren, der gute Käse. Ja, das sieht nicht so gut aus. Versucht ihn noch wegzuziehen. Und der ist schon Und wankend. der wankt schon und flieht. Jetzt Ja, flieht jetzt er. wieder. Oh, das ist. Schwerer Verlust Das für Käse, also ist er ist noch äußerst da. bitter. Käse schreit da, Käse oh, passt es lol. auch gerade Und nicht. ich glaube, da ist er auch gefallen, da ist der General gefallen, der kommt nicht wieder. Ja, die komplette Einheit wurde ausgelöscht Ja, vom General. komplette Einheit weg. Käse jetzt ohne General, Nice. schwerer Moralschaden hier für seine Armee. Und Bob muss jetzt einfach nur zurückziehen und warten. Und Bob freut Da sich. kommt noch das böse Lachen von Bob. Ja, das Lachen des Imperators. Wie das eines kleinen Mädchen. Ja, und Ja, ich weiß ja jetzt. gar nicht, ich würde jetzt fast sagen, Bob könnte theoretisch vielleicht sogar angreifen, da vor allem seine Kriegermönche ja eine standfeste Moral haben wie keine zweite Einheit, also Auf jeden ich Fall. denke Man mal. muss ja noch sagen, Käse hat hier die ganzen Gebäude eingenommen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das dürfte nicht reichen. Weil ohne General und seine Fähigkeiten und vor allem einfach den Schaden, die diese Yari-Einheiten erhalten, die Moralschaden, das ist schon sehr bitter. Wenn Bob jetzt hier Ja, das versucht, so stimmt. langsam über den äußeren Kartenrand seine Kavallerie zu retten. Übrigens, wir spielen hier Best of Three, das heißt, ein Spieler muss hier zwei Partien gewinnen. Es kann maximal also drei Games geben. Und es ist die K.O.-Runde, die allererste. Und der Sieger aus dieser Partie darf gegen Twiggles dann antreten. Unsere kleine Koryphäe, was Total War Multiplayer angeht. Ja, und Käse orientiert sich jetzt hier ein bisschen in Richtung Kaff, hatte wohl Angst, dass sie in den Rücken fällt, aber ich glaube, Bob dürfte daran kein Interesse haben, vor allen Ja, Dingen, da er nicht von vorne angreifen wird. schießt hier auch aber vor auf seiner linken Flanke. Käse, 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 Käse. Beim Tempel, also beim Schrein. Ach so, ja. Ich gucke mir das schöne Feuerchen auf der rechten Flanke an. Ja, genau, Ist das Feuer? Ja, das ist. bewegt er sich jetzt hier mit seinen 2 Jahre, 3 Jahre Ashigaru-Einheiten und den Katana-Samurai vor. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, seine Armee jetzt hier noch aufzusplitten. Ich meine, dass wenn die Armeen zusammenstellen, halten sie auch einen Moralboost, wenn er sich jetzt hier so doll aufteilt. Jetzt kommt hier Bob von hinten mit seiner großen Garde rein. Mal sehen, hier sind die Bogenschützen ungeschützt. Tolle Wortspiel-Kombi. Steht nur eine Yari Ashigaru-Einheit vor Oh, Käse. und in die rennt Bob auch genau rein. Oh, und da sind Ja, auch die allerdings wankt hier Luntenschloss-Musketen. schon die Bogen ja Ashigaru-Einheit Auch die und Luntenschloss-Ashigaru hat es hier erwischt. Und jetzt kommt hier die Kavallerie jetzt von. kommt hier die Yari-Kavallerie von Ja, Käse, ja. und da. Oh, die große Garde bricht da langsam weg. Und auch hier. Also, Ja, hat halt auch nur noch 9 ja, Mann. und auch auf die andere verliert so langsam. Da ist die große Garde erstmal dahin. Ja, ich schätze mal, da hat Bob seine Garde verloren, aber Hat. sie haben einen guten Job gemacht, denke ich mal, dadurch, dass sie den General getötet haben, Das auch. also. Und sie haben auch vor allem die Fernkämpfer angeschlagen. Und auch die. Luntenschloss Ashigaru sind nicht mehr so fit. Na gut, haben bloß 10 verloren, Also, Mann. ich denke mal, ein Verlust, der verkraftbar ist für Bob in dieser Vielleicht Situation. ist er mal da. Jetzt versucht er hier nochmal gegen die Yari-Kavallerie, aber da wird dann auch nicht mehr so viel stehen bleiben. Mal sehen, wie viel kann er denn hier so ausnehmen? Oh, 10 Leute immerhin hier noch erwischt. Zieht sich jetzt hier zurück. Es kommt auch nochmal hier die zweite Yari-Kavallerie-Einheit rein. Und damit dürfte auch diese große Garde, genau, die ist jetzt auch weg. Und Käse scheint hier sich aufzustellen, um den Gegner hier von allen Seiten zu flankieren, einen Kessel zu bilden. Wenn er das gut timen kann und alles zeitgleich auf die Front von Bob trifft, dann könnte das sogar funktionieren. Ja, allerdings bewegt sich jetzt Bob auf die linke Flanke von Macht er Käse sehr schön, zu. reagiert er gut, muss ich sagen. Würde er da jetzt stehen bleiben, dann würde er da sehr viel riskieren. Wahrscheinlich eine Niederlage Ja, erleiden. und Käse reagiert auch und zieht sofort seine linke Flanke zurück, da er erkennt, dass er keine Chance hat gegen die Armee Ah von ja, sehr Bob. viel taktieren. Der Counter hier oben rechts im Bildschirm sagt uns noch, dass Mr. Käse hier noch im Vorteil ist, aber ich glaube es ja nicht so wirklich. Wir werden sehen, wie. Ja, er hat halt einfach große zahlenmäßige Überzahl, aber das wird ihm halt auch nichts nützen, wenn seine Ashigaru-Einheiten weglaufen nach 5 Sekunden. Ja, was Käse vielleicht versuchen sollte, wäre den General zu töten von Bob. Das könnte. Ja, er hat ja noch seine Kraft, das könnte er theoretisch machen. Boah. Durchaus. Wenn sich jetzt hier die Hängt auch Luntenschloss. mit seiner Kraft dort. Musketen hier weit vorbewegen. Die haben eine kürzere Reichweite als die Bogenschützen, die Käse hier noch hat, die zwei Trupps. Und Bob sollte jetzt hier aber aufpassen, weil Käse rückt gerade auf der rechten Flanke mit seinen beiden Yari-Kavallisten vor und schickt jetzt auch hier eine Luntenschloss-Einheit aus dem Ja, die Wald könnten heraus, jetzt hier ziemlich hinten greifbar rein in die dafür. Naginata-Mönche.
reinschießen vielleicht, wenn sie dicht genug rankommen. Nee, macht er nicht, er Funktioniert jetzt positioniert Käse ihn auf nie. seine Bogenschützen gegen den Lundenschloss Ashigaru von Bob? Wollen wir mal schauen hier, versucht jetzt hier den Tempel so ein bisschen im Rücken Ja, zu nutzen, leider. so als Verteidigungsstellung. Auch sehr geschickt eigentlich, na gut, Bob hat eh keine Kavallerie, davon hat sich das erledigt. Und jetzt haben wir jetzt hier die Lundenschloss, und da kommen die Feuerpfeile rein. Und die Lundenschloss Ashigaro können noch Einen nicht der schießen, ersten. so wirklich. Sind noch außer Reichweite, da sehen wir die Überlegenheit der Bogenschützen. Die Salve saß jetzt nicht mehr so gut. Haben auch schon einen starken Moralschaden, die Lundenschloss Ashigaro von Bob. Ja, geht. Das passt noch alles. Ja. Bob konzentriert sich jetzt hier auf die linke Flanke von Käse. Da kommt die erste Salve rein in die Bogenschützen. Da fällt einiges. Und da sehen wir, wie krass der Moralschaden ist. Nicht nur, dass es so Beschießpulvereinheiten sind, sondern auch, weil der General von Käse tot ist. Während jetzt hier Lundenschloss Ashigaro hier die linke Flanke von Bob unter Beschuss nehmen. Und Bob stürmt hier wagemutig mit seinem General vor Und gegen die Yari Ashigaro. Was tut er denn wir da? sehen hier, die standen hier schon bereit in einem Sperrwald, da wäre er böse aufgefangen worden. Und jetzt kommen hier die Naginata-Mönche, die Ultra-Elite-Infanterie. Bin ich mal gespannt, was hier, die stürzen sich hier todesmutig rein und Ja, und die Moral der Yari Ashigaro ist schon mal fast am ja, Boden. hier schießen immer noch bei der Lundenschloss Musketen auf die von Bob rauf. Ja, Bob sollte jetzt aufpassen auf jeden Fall, dass er nicht selber seinen General verliert. Der steht hier ziemlich offen auf dem Schlachtfeld, während Käse halt da hinten mit seiner Kavallerie Weiß ich auch herumflankiert. nicht ganz genau, was er damit noch machen will. Bisschen weit entfernt. Moment, jetzt schickt er den General hier rein, will jetzt hier die Yari Ashigaro brechen, die Moral. Aber ich finde, Bob, da hat er jetzt drei Einheiten Naginata-Samurai auf die raufgeschickt, war vielleicht ein bisschen zu viel. Da hätte er vielleicht ein bisschen aufteilen sollen. Und auch hier schlagen die sich ganz gut, die Mönche, die sind echt heftig. Und jetzt kommt von Käse hinten die Kavallerie an. Mal schauen, ob er damit auf den General gleich geht oder versucht, erst die Fernkämpfer auszunehmen. Ja, ich denke, er wird auf den Ja. General gehen. Oder? Nein, geht er nicht. Geht er nicht. Er geht auf die Lundenschloss. Nein, doch. Doch, Ah, jetzt auf sah den ihn gerade so ein General bisschen an. komisch aus. Bob versucht hier noch wegzukommen, aber da sind sie erwischt worden. Schon im Ja. Kampf, ja. Und da sehen wir auch, der General verliert auch sehr schnell die Moral. Erstaunlich eigentlich. Jetzt müsste Bob da unbedingt Support hinschicken. Wenn jetzt hier der Ja, tut Infanteriekampf. er jetzt auch mit seinen Ja, die Naginata-Kriegermönchen braucht da. auch unbedingt. Und das sieht nicht so gut aus. Es sind bloß noch drei Einheiten von der Generalseinheit. Und der General dürfte vielleicht sogar sterben. Na, jetzt fängt sie sich wieder ein bisschen, während jetzt Käseskavallerie angeschlagen ist. Schauen Sehr, wirklich sehr knapp hier noch zwei Leute von der wir mal. Generalseinheit. Ja, ist die Frage, ob der General noch lebt. Ich habe jedenfalls nichts gehört, dass er gestorben ist. Ich kann ihn auch nicht entdecken in dem Gewusel. Aber ich sehe jetzt gerade nicht mehr das Banner. Jetzt sehe ich die Generalseinheit Sie ist überhaupt nicht mehr, geflohen. ja. Ja. Die, entweder geflohen oder wurde Ja, der komplett General ausgelöscht, von ja. Käse, von Bob ist jetzt damit auch weg. Und jetzt kommt Käse hier rein und kann hier hinten den Kessel zumachen in die Naginata. Bob reagiert noch sehr schön, schickt nochmal die Mönche nochmal entgegen. Aber ich glaube, das dürfte nicht reichen. Wir sehen hier, die Mönche nehmen auch so langsam Moralschaden, wenn jetzt hier das Schießpulver-Duell auf der linken Seite noch weitergeht. Ja, wo sich jetzt Bobs Lundenschuss als Garo aber auch zurückgezogen haben, da sie einfach halt in Ja, Unterzahl aber waren. das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Der Kessel funktioniert hier sehr gut. Die Naginata-Mönche droppen hier sehr schnell an Moral. Und sie fliehen echt teilweise. Und das sieht gar nicht so schlecht aus für Käse. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tempel ist jetzt übrigens umkämpft. Gehört keinen von beiden. Das heißt kein Moralbonus. Und es sieht so aus, als würde Käse hier das Ding noch rumreißen. Womit wir jetzt gar nicht gerechnet hätten. Stimmt, ja, Bobs Einheit, die Und sind da ja sind alle sie. sehr low und Jetzt sind jetzt sie alle weg. fliehen sie Und auch alle und Käse Käse führt hat gewonnen, 1:0. ja. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, Das. dass nach diesem schnellen Tod von Käses General, vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht hätte die große Garde von Bob doch noch was mehr Ja, ich hinbringen glaube, die hat er können. zu schnell geopfert. Ich meine, den General ausnehmen, ja, aber dann hätte er vielleicht sofort weggehen sollen. Ich denke auch, ja, weil dann hätte Käse auch seinen General nicht mehr töten können, wenn er dann noch seine große Ja. Garde gehabt hätte. Und das war auf jeden Fall sehr gut gemacht von Käse, dass er den General von Bob auch noch erwischt hat und dann diesen wunderbaren Kessel ansetzen konnte und dann hat auch den Mönchen ihre krasse Moral nichts mehr gebracht. Also gutes Spiel von Käse hier, Stimmt, ja. auch Bobs nette, hat sehr nette Aktionen gezeigt und wir sehen uns zu Game Nummer 2. Welcome back, Map Nummer 2 zwischen Käse und Bob hier. Käse konnte die erste Map dann doch recht deutlich gewinnen, obwohl es am Anfang gar nicht so gut für ihn aussah. Käse jetzt hier auf der Map Kreuzweg, die sich Bob ja nicht wirklich ausgesucht hat, mit den Chimazu unterwegs, ja, drei Einheiten Yari-Kavallerie, sein General hat er auch noch dabei und hier auf der linken Flanke hat er hier alles konzentriert an ja, Nodachi-Samurai und sehr viel schwere Infanterie, Yari-Helden-Einheit sogar mit dabei
Und nochmal einmal nochmal Yari Samurai. Ja, halt viele Katana-Samurai. Auf Kizes linker Flanke ist das alles hier sehr erhöht und zur rechten Flanke fällt das Gebiet halt ab. Wir haben hier links einen Bauernhof, der die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Nicht so interessant. In der Mitte haben wir einen Bogen-Dojo. Sehr für die Fernkampfeinheiten, die Kizes zum Beispiel nicht hat, interessant. Und auf der rechten Seite haben wir die Werkstatt, die Rüstungswerte erhöht. Das wäre für Kizes interessant. Deshalb bin ich ein bisschen verwundert, dass er sich so auf die linke Flanke konzentriert hat. Bob wieder mit den Takeda unterwegs, hat hier auch einen Trupp Feuerraketen. Sehr schön. Sogar zwei Trupps. Sogar zwei Trupps, wie ich jetzt gerade sehe. Yari Ashigaru. Einige Katana und Naginata Samurai. Ein General, normalen Standard. Kein. Eigentlich sogar drei Trupps Feuerraketen. Drei Trupps sogar? Aha. Okay. Und Bob stellt sich hier in der Mitte auf beim Bogen-Dojo. Bringt ihn. Ja gut, obwohl ist das Ding. Ja, Tatsache, da ist noch ein anderer. Das Ding füllt er die Munition auf, wenn man es eingenommen hat. Könnte sehr interessant sein für seine Feuerraketen, um die richtig zu spammen. Ich bin mal gespannt, ob Bob das auch so wirklich macht. Während Kizu sich hier unauffällig durch den Wald bewegt. Weiß gar nicht, wie viel Bob da überhaupt sieht. Eigentlich ich denke mal, die Infanterie im Wald sieht er nicht. Die dürfte gar nicht sehen, die Kavallerie dafür schon. Das ist zwar auch im Wald versteckt, aber sie hat nicht dieses Symbol neben der Fahne, dass sie unsichtbar ist. Vor allen Dingen fliegen da immer Vögelchen aus dem Wald auf, wenn da die Kavallerie durchreitet. Das ist ein bisschen auffällig. Jetzt hier, Bob nimmt jetzt hier das Bogendutsche rein. Weiß nicht, ob er das jetzt schon machen sollte, wegen der Munition auffüllen etc. pp. Was ich mich ja frage, ist, wo Bob hier seine Kavallerie versteckt hat, da er ja Takeda spielt. Muss er eigentlich theoretisch wieder welche haben? Ja, es wäre ungünstig, wenn er keine hätte. Da schießen die Feuerraketen in den Wald auf die Kavallerie, die aber in einer... Nicht viel treffen, ja. Oh, doch, der eine hat da gesessen. Ja, Kizu sollte da vielleicht seinen Trupp ja, in lockerer Formation umstellen. Ja, tut er jetzt auch. Die nächste Feuersalve. Und in Wäldern sind die Feuerraketen gar nicht so effektiv, weil die bleiben mal durchaus gerne in den Bäumen hängen. Und durfte ich auch schon mal erfahren. Ja, wollte ich gerade sagen, dass er da vielleicht das Feuer einstellen sollte und lieber warten sollte, ja, weil es eigentlich eine Munitionsverschwendung ist. Munitionsverschwendung. Die Feuerraketen sind für ihn hier Spielenschein. Und Kizu schickt jetzt hier einen Trupp Nodachi-Samurai da alleine hin, zu dem Bauernhof. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Wenn Bob sich hier komplett in der Mitte aufstellt und wir warten immer noch, dass er seine Kavallerie hier oben aus dem Wald holt. Die steht hier wahrscheinlich hier oben irgendwo. Und bewegt sich nicht. Auch Kizu bleibt hier sehr defensiv, marschiert hier weiter heimlich durch den Wald hindurch, in gebückter Haltung. Ich hoffe nur, sie machen keine Häufchen im Wald. So, ja, Kavallerie ist immer noch im Wald, wird immer noch gesehen, Bob schießt nicht mehr. Da jetzt ausgestellt, sieht es als sinnlos an. Gute Entscheidung. Und beide Gegner belauern sich jetzt hier, während der eine Trupp... Ja, Bob zieht jetzt einfach seine Feuerraketen auf die Flanke, damit er die Nodachi-Samurai da angreifen kann. Das ist gar nicht so dumm. Problemlos, sie müssen halt Hügel aufschießen. Bis jetzt. Naja, bewegt sich ja jetzt eher auf dem Hügel. Er sollte halt nur aufpassen, da Kizu auch relativ schnell mit seiner Kaff rausstimmen könnte und dann und sind die Feuerraketen auch ziemlich schnell weg. Sozusagen. Aber er schickt jetzt auch seinen restlichen Trupp da, da das Bogendutsche jetzt ihm gehört. Wenn ein Trupp Yari Ashigaru nimmt er die Werkstatt ein, gute Idee. Sollte man machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso Bob die Feuerketten so nahe hinschickt. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, er dürfte eh nicht so viel treffen. Ich glaube, er trifft eher den Bauernhof und könnte ihn damit zerstören. Das sollte er vielleicht mal machen. Jetzt zieht er sich wieder zurück, okay. Ah, da kommt jetzt die Yari-Kavallerie von Kizu. Die kommt jetzt hier aus dem Wald. Will natürlich. Ja, dann sollte jetzt Bob schnell reagieren. Er schickt seinen General. Seine Yari Ashigaru nicht vor. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist gegen die Yari-Kavallerie, weil die sind ja sehr schön gegen andere Kavallerieeinheiten. Also Bob, ich sehe immer noch nicht. Ist halt einfach mal eine. Ich sehe immer noch nicht seine Kavallerieeinheiten. Hat er wirklich keine Kavallerieeinheiten mit den Taketern genommen? Das wäre doch schon sehr verwunderlich. Er hätte auch jedes andere Volk nehmen können. Den anderen Daimyo. Mhm. Und Kizu taktiert jetzt hier ein bisschen mit seiner Yari-Kavallerie. Postiert sie hier in den Wäldern und da kommt jetzt eine Rakete Feuersalven nur hinten rein in die Kavallerie und die richtet doch schon einiges an Schaden. Die hat's ja gesessen. Die Salve saß richtig gut, da sind bloß noch 19 Mann drin, im Moral fast komplett hinüber. Die Kavallerieeinheit dürfte nicht mehr so viel ausrichten. Ich denke, das war jetzt eigentlich auch im Grunde genommen ein Scoutmanöver hier von Kizu, um zu schauen, ob da vielleicht Kaff von Bob im Wald versteckt ist, was hier nicht der Fall ist. Ob's das aber wert war, da fliegt nur eine einzelne Rakete und... Ah, hat es nicht über den Fluss geschafft. Schade, schade. Da kommt die nächste Salve. Da verbrät er doch einiges, weil Kizu steht hier sehr schön hinter einem Hügel.
Ja, gegen die 19 Mann weiß ich nicht, ob sich das noch so Nein, auszahlt. sollte ich Das machen. Jetzt sollte. kommt hier Kisos Kavallerie an. Will hier vielleicht die Yari-Ashigaru-Roten an der Werkstatt auseinandernehmen, aber das dürfte er, glaube ich, nicht schaffen mit den zwei. Ist, ja. Das dürfte noch zu spät werden. Kiso hat jetzt hier, bewegt sich mit seiner Infanterie jetzt auf Bobs Zentrum zu. Und Der sollte jetzt Bobos auch mit seinen Feuerraketen reinschießen, natürlich. jetzt sollte man vielleicht hier die Kavallerie fokussieren, die hier hinter ihm ist. Und ein bisschen Ja, rumsneakiert. er schickt jetzt eine Yari-Ashigaru-Truppe hin. Oh. Ich frage mich halt immer noch einfach, wo Bob seine Kavallerie hat, oder beziehungsweise ob er gar keine Die hat. Feuerraketen sind ziemlich teuer. Jetzt kommen hier die Salven, die schießen aber alle gegen den Hügel hier gegen, wie man sieht. Käse nutzt hier sehr schön die Gegebenheiten des Und Terrains. da stürmt Bob mit seiner Yari-Ashigaru-Einheit gegen die Kap an und Käse merkt das Oh, nicht, tut hier böse. nichts mit seiner Ja, jetzt kommt Kap. hier die nächste Salve Feuerraketen rein. Macht auch nicht so viel Schaden. Haben sie noch nicht ausgezahlt hier so wirklich. Und da flieht die erste Yari-Kavallerie-Einheit Und von die Käse und die zweite andere ist ist schon auch stark ziemlich. moralisch Ja, angeschlagen. Käses Kavallerie ist im Prinzip ausgeschaltet. Kann da fast nichts Das mehr war machen. sehr schlecht hier von Käse, nicht Aber reagiert Bob einfach. positioniert ja auch sehr schlecht seine Feuerraketen. Die können halt gar nichts treffen von da aus. Die sollte doch unbedingt zurückziehen. Ja, er hat halt die Yari-Helden getroffen, die haben halt 4 Mann verloren, aber. Ja, so wirklich effektiv ist er nicht. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt ein Zier noch eine Und kann relativ Bob sich noch gute rechtzeitig Rakete. zurückziehen? Und was macht er denn da? Das sieht ein bisschen komisch. Was, wieso zielt denn seine Infanterie nicht vor? Ah, böse, böse. Hier, die Raketenwerfer sind jetzt hier im Nahkampf, verlieren hier einiges. Und damit sind die, glaube ich, auch aus dem Spiel. Wenn Käse jetzt hier mit seinen Elite-Infanterie-Einheiten vorstürmt. Und Bob Ja, hat. und Bob reagiert sehr langsam, stürmt nicht dagegen. Ja, und gerade der Weiß nicht. Ansturmbonus von den Nodachi ist sehr stark. Aber Bob hat hier die Ja. Werkstatt noch aus Einheit. Und jetzt kommt hier von hinten nochmal die eine Einheit Yarikav an. Und das könnte jetzt noch bitter werden, Ja, und weil. Bob reagiert einfach gar nicht mehr, kommt mir vor. So, also, er bewegt zumindest keine Einheit Ja, wir alle mehr. Der ist wissen ja, richtig dass aus dem Bob. General Dass gerade. Bob. Oh Gott, da fliegt jetzt schon die Yari-Ashigaru, obwohl noch gar nichts los ist. Wir wissen ja, dass Bob weniger als einmal pro Minute klickt. Weniger als einmal pro Sekunde so. Dann wollen wir ja ganz so schlecht machen, das merkt man ja. Ein bisschen Brain AFK. Jetzt kommt hier von hinten die Yari-Kavallerie rein und das ist sehr, sehr, Das sieht sehr böse sehr aus, böse. ja. Das Da, ganz hinten steht sogar noch eine Yari-Ashigaru-Einheit von Bob, die halt einfach mal nicht läuft, sondern nur auf Bewegung und auch geschalten sein ist. General wird jetzt hier gesandwiched von zwei Kavallerieeinheiten von Käse und muss hier herbe Verluste einstecken. Und ja, Infanteriekampf gewinnt Käse hier doch recht deutlich. Hier steht noch eine Yari-Ashigaru-Einheit rum, die gar nichts macht. Ja, Bob ist Ja, ein also bisschen Brain AFK, schlechtes scheint mir Pugism auch so, seiner ja. Armee. Hat hier eine Yari-Ashigaru-Einheit direkt neben dem Kampf stehen, ohne dass die irgendwas tut. Ja. Jetzt bewegt er sie erst. Ah ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sein General, Oh. ja, besteht nur aus 4 Mann. Ja, der wird auch bald fliehen, denn dann ist das Ding hier over. Kann hier aber die Front einigermaßen stabilisieren. Die Kavallerie von Käse fliegt jetzt hier. Da hinten kommt nochmal eine Yari-Ashigaru-Einheit an, aber die wird es wahrscheinlich hier nicht mehr reißen. Und dann sollte er seinen General da wegziehen unbedingt, weil wenn er den verliert, dann hat er null Chancen. Sein General ist sogar abgestiegen, kann das sein? Der läuft nämlich Tatsache. einer am Fuß, ja? Der ist abgestiegen. Ja. Wow, sehr schön hier das Pferd getötet. Interessant, jetzt wissen wir auch, wo Bobs Geld für die Kavallerie hingegangen Ja. ist. Und da bricht die Front Aber zusammen. man muss sagen, Bobs General one-hitted hier ziemlich gut die gegnerischen Kavallerielisten. Ich glaube, das ist nicht mehr der General. Das ist bloß noch die Gardeeinheit, die da verbissen kämpft. Da fällt der nächste Kavallerie. Fällt der nächste Reiter. Ja, das ist interessant als der Infanterie, weil den verliert Bob eh. Und hier steht nicht mehr so viel. Und da kriegt er den nächsten Und da Kavallisten. der nächste Reiter. Go, go! Was für ein Und der Wolf Held! stand Und da hinter. fliegt die Kavallerie. Großartig. Das sind sogar drei Einheiten noch, ich weiß gar nicht. Oh, jetzt flieht aber der Ja, jetzt kommt General. das Sujet, damit gewinnt hier Käse 2 zu 0 und zieht in die nächste Runde ein, während Bob ins Loser Bracket muss. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, stimmt. Und Käse darf nun gegen Twiggets ran, das wird sicherlich auch interessant. Ja, ich glaube, das war einfach, weiß ich nicht, komisch gemacht von Bob, komische Taktik. Einfach als wenn er Takeda Ja. schon nimmt, dann sollte er wenigstens ein bisschen Kavallerie haben. Und. Ja, und er war halt einfach wirklich sehr starker AFK Ja, anscheinend, und weil. die Positionierung seiner Armee war halt einfach katastrophal. Also Käse hat da perfekt die Erhöhung ausgenutzt und konnte damit den Sieg davontragen. Aber trotzdem, das erste Spiel war ganz interessant und ja. Danke, dass du dabei warst, Dache. Ja, immer wieder gerne. Und ich sag Tschüss, macht's gut, haut rein. Wir sehen uns bei der nächsten Schlacht irgendwie. Ciao. Jo, ciao.